Jo Leute, herzlich willkommen zu Usorg Mega S. Heute der zweite Weihnachts-Countdown und es gab heute einen, guck mal, kann man das sehen? Einen Kaffee für 1 Euro, auf den warte ich jetzt. Und dann werden wir gleich den Kaffee hier bei McDonald's bewerten und gucken, wie der so schmeckt. Ich freue mich schon richtig drauf, Alter. Wird gleich frisch da aus der Maschine gepustet. Und ja, da könnt ihr euch jetzt auch richtig gleich drauf freuen, ey. So, ich habe jetzt meinen Kaffee bekommen. Ich bin jetzt hier wieder im McDonald's in der Prenzlauer Allee. Und ja, damit ihr euch das gleich mal anschauen könnt. So sieht das Ganze aus. Ich muss jetzt mal die Kamera hochhalten. Ich habe das mal... Ja, es ist ein McDonald's-Kaffee. Ich habe bei McDonald's noch keinen Kaffee getrunken. Er sieht jetzt aus wie ein normaler Kaffee schwarz. Ich habe zusätzlich zu meinem Kaffee, zu meinem 1-Euro-Kaffee, einen Keks bekommen. Cookie mal hier, steht da drauf. Jetzt kosten wir erstmal den Keks und schauen mal, was da drin ist. Also der ist mit, ist nicht vegan, ist Hühnerei drin. Also hier für die veganen Zuschauer, den Keks könnt ihr nicht essen, den müsst ihr mir zuschicken, dann kann ich den essen. So. Jetzt gönnen wir uns mal den Keks erstmal, also gucken, wie der schmeckt. Na, ist ein bisschen trocken und ja, die Schokolade schmeckt nicht. Naja, ist sehr fettig so. Also schmeckt nicht so gut der Keks. Habe ich schon bessere gegessen. Aber naja, vielleicht tippen wir den mal in den Kaffee rein. So, mit ein bisschen Kaffee jetzt. Man kann sogar noch ATU hier im Hintergrund sehen, das ist sehr gut. Also, überragend. Dass man hier so ein bisschen, damit man mich besser erkennen kann. Also, ich habe leider keine Milch zu meinem Kaffee bekommen. Die müsste ich mir jetzt eigentlich noch holen, weil ich trinke den Kaffee gerne mit Milch. Aber ich trinke ihn auch schwarz, also mir ist es eigentlich egal. Wir gucken mal, hier ist auch noch auf dem Tablett steht drauf, was es noch so alles gibt. Morgen gibt es einen, also morgen ist der 19.10. Wir sind ja heute am 18.10. online und machen den McDonald's Countdown. Morgen gibt es 20er Chicken McNuggets für 4 Euro. Also da muss ich mir noch überlegen, ob ich die esse und mir die hole. Aber eigentlich müsste ich euch das ja hier treuer halber machen. Aber wir sind ja wegen dem Kaffee hier. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal einen kräftigen Schluck von diesem Kaffee, der noch sehr heiß ist. Und ich hoffe, dass ich mir nicht die Fresse verbrenne. Ja, also der Kaffee an sich, der ist hier schön serviert in so einer weißen McCafé-Tasse. Der ist sehr, sehr heiß. Der hat oben so eine Crema drauf und ist auch noch schwarz, also komplett schwarz, der Kaffee. Leichte Säure, würde ich jetzt mal sagen, also nicht zu stark, nicht zu herb. Man kann ja auch so richtig Mokka-Kaffee trinken, aber so kann man den auch schwarz trinken, ohne alles. Finde ich ganz lecker, kann man so machen. Ich müsste mir jetzt eigentlich noch mal ein bisschen Milch holen, um das Ganze leckerer zu machen. Und ich werde hier schon mal den Leuten angeguckt, was ich hier denn mache. Er redet in die Kamera, der nimmt hier seinen Kaffee auf. Ja, mache ich. Und ja, wie gesagt, es ist ja heute der 18.10. Das heißt, falls ihr heute noch euren 1-Euro-Kaffee haben wollt, holt euch diese Handy-App von McDonald's. Also, oder wenn ihr die schon drauf habt, klickt mal drauf. Heute ist jetzt so ein Überraschungspaket, da muss man das Handy sozusagen schütteln. Ich hatte, wie gesagt, ich habe es dreimal versucht und ich habe dreimal den Kaffee bekommen. Also auch kein anderes Gericht. Ich gehe davon aus, dass das einfach wieder Fake ist. Deswegen schüttelt euren Kaffee frei und trinkt den dann. Und ja, ich fahre jetzt dann gleich, nachdem ich meinen Kaffee ausgetrunken habe, noch ins Fitnessstudio und mache da ein bisschen Fitness-Workout. Das heißt, der Pre-Kaffee ist hier am Start, damit ich auch richtig gut durchziehen kann gleich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben und lasst einen freundlichen Kommentar da, wenn ihr auch den Kaffee von McDonald's gerne trinken wollt. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder. Und ich schwenke hier nochmal ganz kurz durch den Laden. Bis dann, haut da rein, euer Usorg.